Hey Leute, heute behandeln wir das Thema 2 Liter TFSI Motor. Der Motor hat ja werkseitig einige Probleme und ist wirklich sehr verpönt. Wir arbeiten uns in diesem Video durch alle Generationen von der Generation 1 bis zur Generation 3 durch und ich zeige euch, wo die Schwachstellen liegen und wie ihr mit diesem Motor trotzdem richtig Leistung fahren könnt. Wir starten mit der Generation 1 aus dem Golf 5. Kommt mit. Wir haben hier den 2 Liter TFSI Motor der ersten Generation. Der ist sowohl im Golf 5 verbaut als auch im Golf 6. Der Motor wird über einen Zahnriemen gesteuert. Daran erkennt er ihn im Prinzip, unterscheidet er sich dadurch von den ganzen anderen 2 Liter TFSI Motoren. Häufigste Ursache eines Motorschadens bei dem zahnriemengetriebenen Generation 1 2 Liter TFSI Motor ist das Ausgleichswellenmodul bzw. die Ölpumpe. Die müsst ihr ersetzen. Da gibt es ein Update-Kit. Da haben wir auch mal ein Video drüber gemacht, wie das funktioniert und wie das eingebaut wird. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Das zweite Problem ist meistens der Nockenwellenversteller, der Probleme macht. Da kriegt er dann so eine Fehlermeldung. Nockenwellenversteller soll, wird nicht erreicht. Das kann zum einen mit der Ölpumpe zusammenhängen, weil der Öldruck nicht ausreichend ist. Zum anderen kann der Versteller allerdings auch hier verschlissen sein. Den dann ersetzen, nur durch ein Originalteil oder einen Teil eines namhaften Herstellers. Dann kommen wir zu den Pleuelstangen. Da gibt es eine schwache Variante. Das ist hier einmal, das erkennt ihr daran, dass das Pleuel eine Ölbohrung hat zum Kolbenbolzen, und eine starke Variante, wie es hier in den Golf RS eingebaut ist, mit knapp 300 PS Serienleistung. Das halten die starken Pleuel auch aus, mehr allerdings nicht. Das heißt, wenn es hier um eine Leistungssteigerung geht, ein Chiptuning anderer Lader oder ähnliches, dann immer Haarschaftpleuel verwenden, dann seid ihr bis 400-500 PS auf der sicheren Seite. Zu guter Letzt unsere Kolben. Bei der Motorvariante kommt es so nach 150 bis 180.000 Kilometern zu Ringstegbrüchen. Das heißt, hier die Stege zwischen den Kolbenringen brechen und ihr habt einen Kompressionsverlust oder ein Klappern und dann natürlich einen Motorschaden. Weiter geht's mit der zweiten Generation des 2 Liter TFSI Motors. Der ist sowohl im Audi eingebaut als auch noch im Golf 6 GTI zum Beispiel. Dieser Motor ist von der Leistung her etwas begrenzt. Das heißt, ist mit einem kleinen Turbolader betrieben worden, geht deswegen nur bis 211 PS. Hat allerdings einige Änderungen, die für ihn sprechen. Nicht für ihn spricht der allseits bekannte Kettentrieb, der natürlich sehr problembehaftet ist. Das heißt, man ist hier auf ein Steuerkettensystem gegangen. Die Ausgleichswellen sitzen nicht mehr unten in der Ölwanne, die sitzen jetzt im Block, werden über eine Kette angetrieben. Dann haben wir einen Nockenwellenversteller auf der Einlassseite, eine Ventilhubverstellung auf der Auslassseite. Das verhilft dem Motor zu einem ziemlich breiten Leistungsband. Von der Leistungsausbeute her fährt sich dieser Motor wirklich, wirklich gut. Er hat halt viele Probleme, Nockenwellenverstellerprobleme, allgemein Kettenprobleme, dass der Kettenspanner nicht richtig spannt. Das liegt alles an der verbauten Ölpumpe. Die Ölpumpe an sich ist nicht schlecht, sie ist wirklich einfach konstruiert. Der Motor regelt nur seinen Öldruck so weit runter, dass die hydraulisch versorgten Bauteile nicht mehr richtig arbeiten. Deswegen sollte man da auf jeden Fall auf ein Update gehen. Dann gibt es das Problem, wodurch dieser Motor in die Öffentlichkeit gerückt wurde bzw. berühmt geworden ist. Das sind hier unsere Kolben bzw. die Kolbenringe. Wir haben hier einmal den alten Kolben mit dem Ölabstreifer. Der hat so ganz viele kleine Löcher, worüber das Öl abgestriffen und zurückgeführt wird. Die verstopfen mit der Zeit. Und da ist man einfach jetzt hergegangen, hat einen Kolbenring konstruiert, der breiter ist und Langlöcher besitzt und damit das Öl wesentlich besser abführen kann. Das heißt, das Ölverbrauchsproblem wird mit dem Tausch der Kolben behoben. Das geht natürlich nur, wenn man den Motor komplett auseinander nimmt, den durchhohen vernünftig und das alles dementsprechend fachgerecht macht. Falls ihr auf die Idee kommt, den Motor tunen zu wollen, ist da zu beachten, dass auch hier die Pleuelstangen nicht für einen Betrieb von 300 PS plus gedacht sind. Ohnehin ist der Motor natürlich durch den Turbolader ein bisschen begrenzt. Das heißt, ihr könnt gar nicht so weit gehen, ohne ein Hardware-Update zu machen. Aber falls, bitte auf jeden Fall die Pleuel verwenden. Die Steuerkette an sich gibt es eigentlich die alte gar nicht mehr. Da gehen wir in einem anderen Video mal drauf ein. Die lenkt sich ganz gerne und führt natürlich dann auch zu Rasseln oder sogar zum Übersetzen, das heißt zum Motorschaden. So ein aufgearbeiteter Motor, 2 Liter TFSI Generation 2, der geht wirklich gut. Also die Leistungsentfaltung, gerade auch bei so etwas größeren Autos, wo man denken würde, okay, die sind sehr schwerfällig, ist überhaupt nicht der Fall. Man könnte denken, da sitzt ein 3 Liter Diesel drin. Der zieht richtig gut durch. Aber wenn wir natürlich richtig Leistung haben wollen, dann müssen wir einen Sprung nach vorne machen. Und wir sind jetzt bei der
dritten und letzten Generation der 2-Liter TFSI-Motorenreihe angekommen. Wie man sieht, hat sich nicht ganz so viel verändert. Der Generation 3 ist auf derselben Basis wie der Generation 2 gebaut worden. Deswegen nennen die beiden sich auch EA888. Das heißt, da gab es keine Änderung. Der Generation 1 heißt EA213. Wir erkennen es nicht so wirklich. Aber wenn wir den umdrehen, sehen wir sofort, dass die Zusammenführung der Auslasskanäle im Kopf stattfindet. Das heißt, das ist ein markantes Erkennungsmerkmal des Generation 3 Motors. Der Turbolader wird direkt angeflanscht. Wir haben noch kürzere Wege, noch besseres Ansprechverhalten. Und ich kann euch versichern, das Ding wurde mit einem richtig fetten Turbolader ausgestattet. Dazu kommen wir gleich. Ventilhubverstellung, Nockenwellenverstellung auf beiden Nockenwellen. Das heißt, die Steuerzeiten sind hier jetzt wirklich frei einstellbar. Kettentrieb ist im Großen und Ganzen so geblieben. Man ist hier direkt auf die stärkere Kette gegangen. Wir zeigen das gleich mal. Die Kolben wurden geändert. Man ist also wirklich auf diesen werksseitigen Fehler eingegangen. Die verbrauchen also kein Öl mehr. Dafür lassen die sich unheimlich hochzüchten. Die Motoren hier können also locker über 400 PS aufblasen. Und dann machen eben die lieben Pleuelstangen die Grätsche. Das heißt, hier ist auch Harstoffpleuel Pflicht bei diesem Motor. Ansonsten droht ein kapitaler Motorschaden, dann wird es richtig teuer, weil der Block dann wirklich im Arsch ist. Na? Ölpumpentechnik ist gleich. Auch hier Update-Ölpumpe einbauen. Denn ansonsten bekommt ihr Öldruckprobleme, die euch erstmal so nicht angezeigt werden. Aber eure Nockenwellenversteller, die ja hydraulisch betätigt werden, spielen verrückt. Und auch der Kettenspanner wird verrückt spielen und da bekommt ihr elektronische Fehler bzw. Zündaussetzer etc. Und könnt euch erstmal einen Wolf suchen. Da ist die Lösung. Ja, ansonsten, wie gerade schon angesprochen, kann man das Ding richtig aufblasen. Wir haben hier so einen Kollegen, der richtig aufgeblasen wurde und draußen steht auch noch einer. Die Dinger halten also locker 400 PS, 450 PS und in so einem Golf 7 fährt sich das eigentlich richtig gut, muss man sagen. Wir gehen jetzt nochmal auf das Thema Steuerkette gesondert ein, weil das ist wahrscheinlich das, was euch am meisten interessiert. Ihr seht hier den Unterschied. Neue Kette ist aufgezogen, alte Kette ist runtergezogen. Die Konstruktion ist etwas anders, die Glieder sind anders angeordnet und die Glieder sind auch aus einem anderen Material. Die Firma Borgwarner, die die Ketten herstellt, hat hier umkonstruiert, um die seitliche Kraft, das heißt nicht die Zugkraft, sondern die seitliche Kraft, die auf die Kette einwirkt, besser abfangen zu können. Denn die Gleitschienen haben hier, wie ihr das hier seht, keine Führung so wirklich rechts und links. Das heißt, die Kette kann ein bisschen arbeiten und die neue Konstruktion fängt das wunderbar auf. Wobei man sagen muss, wunderbar, also länger wie 80.000, 90.000 hält so eine Kette auch nicht.